Schönen guten Hallo, 15. Folge Dungeonread und somit, wie angekündigt, vorerst die letzte Folge, damit ich auch mal ein anderes Let's Play starten kann. Ich sag gleich vorweg, dass ab dem 13. oder 12. Teil alles, was da drunter steht, bis zu diesem Teil an Spielvorschlägen, was ihr alles so habt, kommt die Top 5 der Kommentare, die mit den meisten Bewertungen an Vorschlägen kommen, dann in eine Umfrage auf meinem Hauptkanal. Und das Spiel, was diese Umfrage dann gewinnt, wird als nächstes Let's Played. So, da könnt ihr jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sehen möchtet. Und dann gehen wir gleich in den Dungeon. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der Händler so für mich so zu bieten hat und der Schmied. Und ich gehe jetzt komplett nackig rein. Ach genau, das Dimension Sword habe ich ja letztens bekommen. Ich werde auch erstmal gucken hier, was der so hat. Nix. Ich werde auch direkt den kompletten Run zeigen, weil ist ja der letzte vorerst. Da will ich euch alles nochmal sehen lassen, wo ich kotze und, ne, ja. Ich habe übrigens jetzt auch eine ziemliche Pause gemacht. Das ist normalerweise produziere ich gerne mal ein Video vor und lade es dann an einem anderen Tag hoch. Aua. Aber diesmal ist es so, dass ich das letzte Mal Dungeonread wirklich dann gespielt habe, als das letzte Video auch kam. Also ist schon eine Weile her. Jetzt werde ich erstmal hier mit dem Dimension Sword gucken, wie weit ich komme. Ich habe ja jetzt eben schon mal Schaden gefressen. Das macht aber alles nichts, weil ich bin ja sowieso unverwundbar. Ah, da ist noch eine Ratte. So, schön. Alles Gold einsammeln, bevor dass der Händler nichts gehabt hat, was irgendwie zu teuer ist bei vielen Aufnahmen oder Nichtaufnahmen, wo man eben nichts sieht. Da hat der Händler irgendwas für 13.000 in der ersten Ebene, was ich mir überhaupt nicht leisten kann. So, was kaufe ich mir? Erstmal ein bisschen Power. Ja, so. Habe ich mir so angewöhnt, so, dass wenn ich den Foodhändler finde, dass ich sofort was kaufe, dass jede neue Ebene, die ich neu entdecke, halt sich auch wirklich lohnt. Weil wegen Magen, ihr wisst ja, das ist ja dann, da füllt sich der Magen wieder etwas auf, beziehungsweise man bekommt etwas Hunger und kann dann halt was essen. So. So langsam kennt man dann auch die Muster der Gegner und weiß, wann sie schießen, weiß, wie man auszuweichen hat und von wo man sie angreifen kann, ohne selbst auf den Sack zu kriegen. Jetzt die Münze schon wieder ausgewichen, das ist mir schon mal passiert. Ist hier noch was? Hier geht's noch hoch. Das darf ich nicht vergessen. War das hier? Nö, eins weiter rechts. Hier geht's hoch. Hallo. Und da taucht jetzt noch was auf in dem Raum. Jawohl. Erstmal die Bogen schützen. So. Truhe. Schön. Ein Schild. Nur kann ich den mit dem Dimension Sword nicht tragen. Egal. Ah ne, da oben konnte ich mich ja schon porten. Hier will ich runter. So, ist schön, da bin ich schon mal vorangekommen hier. Ich habe übrigens, weil ich immer den Timer vergesse, habe ich mir jetzt einfach mal eine Pizza in den Ofen geschoben. Und wenn ich die vergesse, dann rieche ich das zumindest. Der Timer ist also, wenn es anfängt zu brennen. Das ist schön. Jetzt habe ich dir tatsächlich nochmal unnötig Leben verloren. Weil ich nicht ausgewichen bin. Wenn ich mich selber ablenke. Das passiert mir sonst nicht, weil ich sonst auch nicht dabei aufnehme. Weil man muss ja beim Aufnehmen, sollte man schon ein bisschen was sagen, dass das Ganze etwas unterhält. Das ist nun mal so auch, wenn ich dann zwischendrin ein bisschen Scheiße laber. Aber irgendwas versucht man dann halt dann doch irgendwie zu sagen, so wie jetzt. Und Kettenhemd. Ja, habe ich direkt angezogen. Plus Goldwomb, wenn ich es richtig gesehen habe. Heilen werde ich mich bisschen. So. Power haue ich dann am Ende rein, wenn ich jetzt noch ein bisschen Heilung finde. Ich muss einfach ein bisschen ausweichen. Wenn ich diesen Bumerang wieder finde, wie ich es beim letzten Teil hatte, wäre es ideal. So, nicht in die Stacheln laufen. Das ist unnötiger Schaden, den ich bekomme. Das ist ein neuer Ring. Den hatte ich noch nicht. Was bringst du? Defense Block, Evasion Block.
Nobody knows why it has these kind of effects. Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Geil. Hier gehe ich noch ein bisschen weiter. Weil wenn ich nicht boosted bin, dann sollte ich auch nicht allzu viel Leben verlieren. Ich mache ich gleich weg. Wow, von einem normalen Midi-Hit lasse ich mich treffen. Ist das mein Ernst? Serrated Sword. So. Ich gucke hier noch weiter. Muss ich aber ganz dolle aufpassen, dass hier nichts ist, was mir schaden kann. Hundewuffs. Hallo Hundewuff. Noch ein Hundewuff. Noch ein Hundewuff. Truhe. Ein Speer. So, weiter geht's. Hier geht's weiter runter. Sehr schön. Da kann ich mir jetzt hier noch Food kaufen. Ach ne, hier geht's noch hoch. Da gucke ich mir 20 Leben noch, was hier oben ist. Hallo. Sonst nix? War's das? Oh, kein Leben mehr verlieren. Ja, bitte. Sichere Entfernung, sofern das möglich ist. Ich weiß, dass ich Pfeile mit meinem Schwert kaputt machen kann. Ah. Fernkämpfer immer zuerst. Weil wenn man die nicht sieht, ist nicht praktisch. Herr Ochsenknecht auch noch weg. Und dann geht's hier rechts hin. Seht ihr mal, ich kann das Ganze auch spielen, ohne Leben zu verlieren. Ich muss mich nur ein bisschen anstrengen. Was hast du? Genau das meine ich. Im ersten Teil. 13.000 Gold. Wer soll sich das leisten? Es wäre so schön, wenn ich dieses Teil erholen könnte. Da hole ich mir zumindest mal die Steel Boots. Die sind auch nicht schlecht. Ja, nicht mal, wenn ich hier alles verkaufe, komme ich hier auf den Preis. Ich verkaufe aber trotzdem alles. Nee, nicht anziehen. Also erstmal F drücken. Das wäre vielleicht eine Option. Verkaufen. 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 Brauche ich alles nicht. Dann geht's hier nochmal zum Fuden-Duden. Hallo Ilse, Foodshop, gib mir ein bisschen Heal, mehr brauche ich nicht und ein bisschen Power, nicht genug Gold, ja gut. Und dann geht's hier weiter runter, den Boss sollte ich eigentlich mit dem Leben schaffen. Ich muss mich einfach noch ein bisschen anstrengen, ja. Ah nice, noch ein bisschen Heal drin, da ist auch noch ein bisschen Heal drin, wie gnädig. Tisch kann ich nicht kaputt machen. Ah, ja, da war noch, ja, oh lol. Okay, wird halt nicht abgeschlossen, habe ich den Heal noch? Ja, bin ich full life, ist easy. Kriegt der Boss erstmal direkt auf den Sack. Natürlich kommen diese Schwerter. Aber ich bin ja trainiert. Ich mache das jetzt ohne einmal Leben zu verlieren. Und ich habe Leben verloren. Ich habe nochmal Leben verloren. Mann, bin ich gut. So. Das Schwert kann schnell genug angreifen, dass ich nicht noch mehr Leben verliere. Und jetzt kriege ich das ja gleich wieder zurück. Ja, mach mal hin. Ich habe das schon oft genug getötet, dass das mal ein bisschen schneller gehen könnte. Etwas Leben, etwas Gold. Kann ich jetzt hier eigentlich erstmal die Truhe öffnen? Ja, geil! Ich wollte gerade zurück und gucken, ob ich irgendwie zum Händler komme oder sowas. Aber so ist auch nicht schlecht. Das ist ja das Ding, was richtig schnell angreifen kann. Oh, den probiere ich jetzt aus. Was bringt er mir? Minus Defense, ne? Ja, dann muss ich aufpassen. Das ist doch schön. Eine schöne Waffe zum Abschluss nochmal. Man nennt mich auch die Nähmaschine. Ich bin ich bin kein Rasenmäher, ich bin Rasenschredder. Ja. Ja, so gefällt's mir. Weiter. El Tigre. Das ist richtig gut hier, was droppt. Puff, 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 puff. Das macht auch ordentlich Schaden, falls ein Gegner mal ein bisschen mehr aushält. Da tripotiere ich nichts, ist ja die letzte Folge, das lohnt sich nicht. Ich muss jetzt alles hier in den Mann setzen. Hast du irgendwas Tolles für mich? The Watcher. Dich brauche ich nicht. Ich brauche jetzt hier das ganze Zeug noch. Runter will ich auch noch nicht. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Hier geht's runter. Ne? Hier, ja. Okay. Ja, muss ich nur ein bisschen dodgen, ne? Dann ist das alles auch weniger ein Problem. Hier rechts geht es jetzt nochmal hoch. Hallo und tschüss. Ein bisschen ausweichen. Macht ein bisschen wenig Schaden.
Aber muss es auch nicht. Muss auch keinen Schaden machen, wenn ich ein bisschen aufpasse. Also, die, alles nur zur Unterhaltung. Wie immer, ne? Ich guck mal gerade, wie ist es hier ist. Ah! Okay, mir hat das hier besser gefallen. Der Rasenschredder. Truhe! Ich juckt meine Hand. Ich habe übrigens die Uhrzeit vergessen, wann ich meine Pizza rein habe. Also verzeiht mir, wenn ich mittendrin einfach mal rausgehe, um kurz meine Pizza zu holen. Da! 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 Rechts! Schön! Wenn es hier so einen On-Hit-Effekt gäbe, dass ich bei jedem Schlag Bonusschaden drauf mache, dann wäre das richtig cool. Ich müsste mir so eine irgendwas holen, was die Chance hat, den Gegner, keine Ahnung, explodieren zu lassen oder so. Und ich mir noch ein bisschen Power. Und jetzt gucken wir mal, was ich so drum... ja, Attack Speed brauche ich auf jeden Fall. Reload, Chance to Poison, Chance to Burn, Chance to Shock. Chance to... Was? Wait? Critical... Achso, the Critical Damage Rate. Chance to Shock. Das Food probiere ich mal aus, weil mit 3% und der Angriffsgeschwindigkeit, da sollte das doch ziemlich häufig auftreten. Schauen wir mal. Schauen das scharf, ne? Dabat spielt Grand Theft Auto. Das ist schön. Die 3% treten aber nicht häufig auf, wenn ich das so sehe. Aua. Aber, boah, das hätte ich auch fast noch gefangen. Ich denke, ich habe 3% Chance zu Schock. Passiert es jetzt hier nicht, oder was muss ich beachten? So, kann ich jetzt überhaupt noch was essen? Kann ich mich noch heilen? Foodshop, gib mir ein bisschen Heilung, wenn es geht. Bitte, danke. Du auch noch? Nee, geht nicht. Aber das sollte so hinhauen. Ich kann hier nichts mehr erkunden. Dann geht's hier mal runter. Ah, ich bin noch nicht beim Boss. Ich denke jedes Mal, dass ich hier schon beim Boss bin. Aber ist nicht so. Ich denke mal, wenn sie so diese Crit-Zahl aufkommt, dann ist das Schock. Keine Ahnung. Kommt mal runter. So ist schön. Dann gehe ich hier links weiter. Hallo. Tschüss. So, du. Du auch. Ich kann eure Pfeile kaputt machen. Ich bin unbesiegbar, während ich das aktiv habe. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Hallo. Wenn dieses Teil hier noch irgendeinen Effekt hätte, den ich aktivieren könnte. Heilung? Ja. Was bringst du nochmal? Power, ne? 50 Power. Minus Max Health. Minus Defense. Wow, was ist das denn für ein Effekt? Minus Defense plus Defense. Aber da tue ich dich austauschen, damit ich ein bisschen mehr Power habe. Mal gucken, wie es wird. Habe ich jetzt den Food-Typen schon gefunden? Nee. Dann sollte ich jetzt vielleicht ein bisschen... Ja gut, hier geht's runter. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Und ich habe das Gefühl, dass der Food-Typ unten irgendwo... Nein. Shop. Was hast du? Ring of Midas. Bisschen Gold? Brauche ich nicht. Kannst aber mein anderes Zeug alles haben. Kannst hier alles haben. Das, falls ich irgendwie weiterkommen sollte, aus unbekannten Gründen. Dass ich da vielleicht noch was kaufen könnte. Ich muss jetzt aber wirklich mal aufpassen, dass ich nicht weiter unnötig Leben verliere. Da ist schon die... Oh! Oh! Jeder Schlag kann tödlich sein! Weg mit dir! Fledermaus, die Selbstmord begeht. Die Kamikaze, Katzenmaus. Die Katzenmaus, so nenne ich die jetzt. So, links ist Foodshop. Puff, jawohl. Heal, nee, geht nicht. Heal me. So, schön. Und jetzt aufpassen, dass ich auch mit dem Leben hier runterkomme. Oder zumindest noch was entdecke oder dass ich noch ein bisschen was tun kann, keine Ahnung. Fernkämpfer zuerst, sehr schön. Dann sind die auch kein Problem. Ja, das Skelett habe ich gerade übersehen. So, was haben wir hier? Den hier.
Dich kann ich nicht mit noch was anlegen, hätte mich auch gewundert, sonst hätte ich diesen Salamander angelegt, dann hätte es noch ein bisschen. Wie soll ich das denn machen? Ja, das bringt ja gar nichts. Ah! Okay. Ein Wunder. Ich glaube wieder an Wunder. Ich bin hier heil durchgekommen. Wenn man bemerkt, dass ich mich vorhin von dem Nahkämpfer habe schlagen lassen. So, du kriegst auch noch auf den Sack hier. Hundewuff. Wie lange ist meine Pizza eigentlich schon drin? Keine Ahnung. Ich glaube, um 10 nach habe ich angefangen. Jetzt muss ich auf mein Handy nachgucken, weil meine Pizza fertig ist. Und sehe gerade, mein Handy hat nur noch 2% Akku. Das könnte ziemlich unpraktisch werden. Oh, Leben. Sehr schön. Weg mit dir. Puff, 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 puff. Puff, puff, puff. Das ist ausgeoxt. Den noch. So, und hier ist weiter nichts mehr. Die Fackel würde ich am liebsten einfach einsammeln, dass ich sie beim Händler verkaufen kann oder so, weil der Händler kauft ja irgendwie alles. Wo geht's hier weiter? Einmal rechts und einmal nach oben. Wie konnte ich das übersehen? Ach so, weil ich dahergekommen bin, noch nicht geguckt habe. Ja, das könnte sein. Ja, eine Truhe, das ist doch schön. Da haben wir irgendwas drin. Was bringst du nochmal? Power. Power ist gut. Aber ich behalte es jetzt erstmal so. Ich habe ja nur 64 maximal Leben. Das fällt mir gerade so auf. Ja gut. Vielleicht sollte ich für den Bosskampf das Ding dann doch ablegen. Aber ich schau mal noch ein bisschen. Komm. Heal oder Power? Heal oder Power? Heal bringt nichts. 10 Leben maximal, es sei denn, ich ziehe einen Ring aus. Hol ich mir Power, wenn es geht. Geht nicht. Ja gut. Ja gut. Komm, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Noch ein bisschen Heal vielleicht hier drin? Nö, danke. Niflheim! Ich mach dich platt mit meinem Zepter der Gerechtigkeit. Oder so. Ja, ballert schon ganz gut. Ah! Ich bin unverwundbar! Ja? Ja? Ausweichen? Kaputt machen? Boss kaputt machen? Ausweichen? Nicht ausgewichen, aber Boss kaputt. Ey, die Waffe ist besser als ich dachte. Vor allem, wenn man den Ring hat, der nochmal 50 Power Plus gibt, da ist es quasi wieder ausgeglichen. Oder? Wie viel Power nimmt mir das weg? 90 Power. 50 Power wieder. Flanged Mace. Flanked Mase. Was bringst du denn? Stunning Light. Increases Stun Chance for 3 Seconds. Kann ich das benutzen? Kann ich das benutzen, dann schnell die Waffe wechseln und... Dann behalte ich die Waffe doch so. Dann wechsle ich immer kurz die Waffe, drücke schnell Q und dann kann ich mit dem Ding zu ziemlich 100% stunnen. Würde ich mal behaupten, so von den Taktik her. Ich probiere das gleich mal aus. Wie viel Schaden macht die Waffe eigentlich? 8 bis 17. Ja, bei der brauche ich gar nicht erst gucken. 8 bis 17 ist gar nicht so schlecht. Ich könnte mich hier auch direkt heilen. So. Und die Gegner sind einfach perma gestunt, habe ich das Gefühl. Oh, Uffbuzzer. Wie weit bin ich? Handy-Akku, hast du noch? Ich kann gleich meine Pizza holen. Aber die wird dann wahrscheinlich eh wieder kalt, weil die Aufnahme doch besser läuft, als ich dachte. Das war's auch schon. Ja. Aha, aha, aha. Okay. Ah, Truhe. Nein. Du kriegst mich nicht. Ihr kriegt mich alle nicht. Jetzt will ich aber zu meiner Truhe zurück. Ich dachte gerade, die Truhe ist weg. Da unten ist sie. Gib mir was Nützliches. Der Dildo ist wieder da. Schön. Links. Links, 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 links. Hallo? Altar. Das ist schön.
Ja, dann rechts, 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 ne? So, hallo? Ich kauf erstmal nichts von dir, wer weiß, wie ich noch abkacke. Aber von dir, da kann ich mal nachgucken. Hast du irgendwas Nützliches? Was Passives wäre schön gewesen. Das kommt weg, das kommt weg, das geht nicht weg, das kommt weg, das kommt weg. Schön. Geht's hier weiter nach rechts? Ah, kurzes Stun aktivieren und den Gegner stunnen. Ja. Ah! Oh Gott! Die Schnipper! Ja, jetzt darf mich der eine Fudenduden wieder heilen. Ah, ne, hier habe ich noch was. Super. Ich habe 16.000 Gold und kann nichts damit anfangen. Ja, wow, 26 Leben, das ist jetzt nicht allzu viel. Ich werde mich jetzt trotzdem noch ein bisschen heilen. Foodshop. Gehe ich mal auf Nummer sicher, wa? Und bevor ich hier jetzt weitergehe, gucke ich kurz nach meiner Pizza. Bis gleich! Wieder da. Ja, ich habe den Ofen mal kurz einfach ausgemacht und die Pizza, die bleibt da brennen jetzt erstmal ein bisschen warm. Ich hoffe, das dauert jetzt keine Stunde, dass ich jetzt nicht einen allzu guten Lauf habe, obwohl das wieder so ein Zwiespalt. Irgendwie will ich ja doch, dass es gut läuft, ne? Wo kann ich jetzt hier links und einmal runter? Schön. Ich hoffe, dass dieses kurz Stunnern machen auch beim Boss klappt. Ich habe ja jetzt Chance to Shock auf meiner Waffe und das ist, wenn diese Gegner so blau werden, was wirklich nicht oft passiert, für 3% und 80.000 Mal angreifen die Sekunde. Da wische ich euch. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Da bin ich doch tatsächlich mal mit meinem Dash ausgewichen. Wirklich aktiv benutzt und nicht aus Versehen zum Ausweichen. Das passiert mir nicht oft. So, hier kann ich noch. Hier kann ich noch hin. Da war ich noch nicht unten. Da schauen wir mal, was da unten ist und hoffen, dass es mich nicht tötet. Hallo. Sehr schön. Der Standard funktioniert. Nochmal kurz hitten lassen, aber dürfte nicht allzu tragisch sein, weil ich kann mich jetzt auch wieder heilen. Hier war nichts weiter. Dann wird jetzt gehealt. Und ich hoffe, dass ich zumindest mal in der nächsten Ebene endlich mal, was wollte ich sagen, einen Händler finde, der was Gutes anbietet. Ja. Hier runter. Ich meine, 10.000 Gold habe ich noch über. Da werde ich doch was. Ja, hallo. Genau dich suche ich. Jetzt gib mir was Gutes. Tonfa auf Schock. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht, weil ich habe dieses Schnieke-Teil. Ich werde aber trotzdem mal ein bisschen was verkaufen. Vielleicht darf ich ja diesmal mehr Gold behalten. Man darf ja träumen. Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht die Hoffnung, dass ich da wirklich weiterkomme. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, alles zu verkaufen oder auf Gold zu hoffen und keine Ahnung. Oder beziehungsweise überhaupt noch Gold sammeln zu wollen. Man merke, da unten ist Heilung. Ja. Mähdrescher schlägt zu. So, das wollte ich sagen. Ich bin Schaumschläger und Mähdrescher. Rasendrescher, nicht Mähdrescher. Genau so war das. Rasendrescher bin ich. Cool. Ja. Oh, ich dachte, das tötet mich. Okay, bisschen Heal. Ring of Speed. Noch mehr Angriffstempo? Ne, Move Speed und Gold Drop. Das brauche ich jetzt nicht.
Hallo? Dich brauche ich auch erstmal nicht. Das brauche ich auch erstmal nicht. Aber schön, dass ich das alles hier entdecke. Ohne Gegner. Weil, wie ihr wisst, das bringt mir ja alles Sättigung. Und hier kann ich mich noch ein bisschen heilen. Hebe ich mir aber auf. Weil ich noch nicht so viel Heilung brauche. Da geht's ja mal weiter hoch. Gucken. Hoffen, das tötet mich nicht. Gut, dann bin ich schnell losgeworden. Den hier auch. Ich glaube, das. Aua! Wie wirfst du deinen Speer, Alter? Ja, danke für die Heilung. Ich habe echt Glück, dass hier so viel Heilung kommt, habe ich so das Gefühl. Oh! Chakalakalakalaka. Es ist halt wirklich gut gegen diese Sperre, weil die mich nicht treffen können, weil ich die Sperre auch kaputt hauen kann. Das ist so unglaublich praktisch. Willst du auch mal Schaden nehmen? Was ist denn los mit dir? Okay. Ich habe wieder einen Vorteil einer Waffe entdeckt und finde sie mal wieder klasse. Und werde sie aber, wenn ich es nächstes Mal droppe, nicht benutzen. Wie es halt immer so ist. Oh, Giftresistenz wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Gönne ich mir noch ein bisschen Heilung. Hier ist aber nichts weiter. Da brauche ich gar nicht weiter zu gucken. Aber ich kann gucken, ob ich mich irgendwo hinporten kann. Nee, dann links geht's direkt weiter. Okay. Ich glaube, ich kann meine Pizza kalt genießen. Aber was soll's. Ja. Eine Schlange, die mich irgendwie noch nie getroffen hat. Aber was soll's. Gut, dass ich ein paar Sprünge drauf habe. Hallo, Herr Ochsenknecht. Hallo, irgendwas, was da kommt. Egal, es hat war kaum eine Sekunde da. Boah, zum Glück bin ich ausgewichen. Keine Ahnung, was ich da habe, was mich ausweichen lässt, aber es hat getriggert. Noch ein bisschen Gold. Hier runter, links. Hallo? Irgendwas, was mich tötet? Nicht wirklich. Gold! Ah, es bringt gar nichts, nicht zu sein. Oh, ich wäre fast wieder ins Feuer gerannt, ich sehe es schon. So. Habe ich jetzt alles erkundet hier schon? Ja, ich habe alles erkundet. Und volles Leben. Dann kann ich mir tatsächlich sogar noch Power oder vielleicht noch irgendwas anderes gönnen. Ah, fast ins Gift gerannt. Dann hätte ich mir nochmal hier gönnen können. Schau ich mal. Was hast du denn so Interessantes für den. Ah ne, es kommt ja noch gar nicht der Boss, ne? Aber ich gönne mir ein bisschen Power. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht der Boss. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Aber doch, ich bin schon eine Ebene runter. Ich bin schon eine Ebene runter. Es kommt der Boss. Oh, da bin ich gespannt. Ich hole mir noch ein bisschen Chance to Burn und alles Mögliche. Chance to Poison, Chance to Burn, Chance to Shock. 11% Chance to Shock. Geht nicht. Bin ich nicht satt genug dafür. Ja, dann muss ich auch so auskommen. Aber ich hoffe, es klappt diesmal. Gehe ich direkt damit runter, dass ich direkt mal den Coup treffen kann. Fuck! Ich bin einfach zu dumm, da auszuweichen! Ah! Scheiße! Ah, das war so schön. Es sah so gut aus. 27 Minuten, aber da hattet ihr meine schöne Folge, letzte Folge. Ich gucke jetzt so aus Prinzip nochmal nach, was der Händler und der Schmied so für mich hätten. Es wird vorerst die letzte Folge sein, wie ich schon öfter gesagt habe. Stone Sword kann ich mir noch gönnen. Ein bisschen Prayen. Hallo, Bless. Nicht genug Offerings. Ja, so ist das schön. Ich werde den Villager, werde ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel irgendwann mal weiterspielen werde. Ich werde es auf jeden Fall nicht löschen. Ja. Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, schreibt jetzt noch eure letzten Vorschläge in die Kommentare oder gebt Spielen, die ihr sehen wollt, einen Daumen nach oben, damit sie in die Auswahl, in die Schlussauswahl von 5 Spielen kommen, die eben auf meinem Hauptkanal in der Umfrage, die könnt ihr übrigens dann nur auf dem Handy sehen, wenn ihr mich abonniert habt auf meinem Hauptkanal und dann könnt ihr da auch teilnehmen. Ja, da sehen wir dann, was ich als nächstes spielen werde. Und ich würde sagen, bis dahin haut rein, tschüss. Und jetzt esse ich meine Pizza.